Dieses Zubehörteil gilt in Deutschland verboten. Wo es jetzt jedoch in den Augen mancher problematisch wird bei Broil King, das ist... Willkommen zu diesem neuen Video bei Grillguts. Broil King ist eine der größten Grillmarken in ganz Deutschland. Die einen lieben sie für ihre brutale Hitzeentwicklung. Auf YouTube werden sie von vielen Grill-YouTubern genutzt und angepriesen. Auf der anderen Seite liest und hört man immer wieder, Broil King habe totale Qualitätsprobleme. Wo die Wahrheit tatsächlich liegt, das klären wir in diesem Video. Los geht's! Wir sprechen heute in 5 Kapiteln darüber, wo die Grills von Broil King tatsächlich gefertigt werden, welche Stärken und Schwächen die Grills haben, wie gut der Service und die Garantie bei Broil King ist, welches Zubehör sinnvoll und welches vielleicht eher weniger sinnvoll bis hin zu komplett unnötig ist und wie heiß die Grills wirklich werden und warum sie so heiß werden. Und am Ende ziehen wir das Fazit, ob Broil King empfehlenswert ist oder nicht und ob es berechtigterweise bei uns hier im Shop gelandet ist oder ob wir Broil King aus dem Shop wieder rauswerfen sollten. Starten wir mit der Herstellung bzw. dem Herstellungsort. Warum ist das bei Broil King erwähnenswert? Man muss sagen, in der Grillbranche werden 99% aller Grills in Fernost gefertigt. Das liegt einfach daran, dass die Produktionskosten dort viel günstiger sind als an nahezu jedem anderen Standort der Erde. Das bedeutet nicht, dass die Grills aus Fernost schlecht oder schlechter sind als andere. Letztendlich werden ja nahezu alle dort gefertigt und sind demnach auch miteinander vergleichbar. Und es hängt wirklich von der Qualitätskontrolle und vom Anspruch des Herstellers ab, wie gut Produkte aus China sind. Broil King jedoch verzichtet bei seinen Geräten komplett auf die Fertigung in China und fertigt die Geräte vollständig in Amerika, das bedeutet in den USA und Kanada. Bedeutet jedoch nicht, dass jedes einzelne Bauteil aus Amerika kommt. Natürlich werden Kleinigkeiten zugekauft aus Fernost. Ansonsten könnte Broil King auch hier preis-leistungstechnisch mit anderen Herstellern nicht mithalten. Ob sie das können, klären wir ja im Laufe des Videos. Man muss Broil King aber zugutehalten, dass die wesentlichen Bauteile tatsächlich auch in Amerika produziert werden. Bevor wir jetzt in Kapitel Nummer 2 zu den Stärken und Schwächen dieser Gasgrills hier kommen, möchte ich euch einmal nochmal den Tipp geben. Am 22.04. findet hier bei uns, das heißt nicht hier im Ladengeschäft, sondern draußen auf insgesamt fast 2000 Quadratmeter Fläche, das Grill-Event des Jahres statt. Schaut dazu unten einmal in die Videobeschreibung und merkt euch den 22.04. 10 Uhr geht's hier los bis Open End. Im Kapitel Stärken und Schwächen möchte ich auch direkt den Elefanten im Raum ansprechen, und zwar die Hitzeentwicklung von Broil King Gasgrills. Die ist nämlich wirklich im gesamten Grillmarkt mit an der Spitze. Vor allem auch schon in den Preisklassen für Grills um die 1.500 Euro ist das eine Hitzeentwicklung, die kann so in dem Maße kein anderer Hersteller bieten. Warum das so ist, klären wir noch im Laufe des Videos, aber hier gibt sich auch direkt eine Schwäche, und zwar dieses Deckelthermometer, was wir jetzt gerade hier sehen. Bei Broil King, der eine mag es, der andere nicht, das ist ja eine rein optische Sache, Geschmackssache, gefällt mir dieser Grill oder nicht, gefällt mir dieses Thermometer an diesem Grill oder nicht, aber diese Thermometer sind verhältnismäßig anfällig für Störungen. Und zwar bleiben die sehr gerne im Bereich 250 bis 300 Grad stehen. Und dann denkt natürlich der Grillkäufer, oh, mein Grill wird nicht heiß. Ich erreiche gerade mal 250, 270 Grad und das mit einem Broil King. Und ich habe mir den doch gerade deshalb geholt, weil der so verdammt heiß wird. Ganz einfache Lösung, anderes Thermometer einbauen. Das Problem ist, viele Leute wissen es nicht, fragen dann in Foren, in Facebook-Gruppen und so weiter. Und dann kommen direkt Aussagen wie, ja, Broil King hat ja nachgelassen, Broil King ist nicht mehr so gut wie früher und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich Quatsch. Aber viele Leute beziehen sich dann darauf, dass die Kilowattleistung bei Broil King pro Brenner ja viel geringer sei als bei anderen Grills und in den letzten Jahren hier und da teilweise sogar noch abgenommen hat und deswegen Broil Kings mittlerweile einfach nicht mehr so leistungsstark sind. Die Leistung der Brenner auf dem Papier hat bei Broil King allerdings überhaupt nichts darüber zu sagen, wie heiß die Grills werden. Und dazu kommen wir, wie gesagt, noch im Laufe des Videos. Jetzt geht's mit den nächsten Stärken und Schwächen weiter. Eine Stärke der Grills hier bei Broil King ist, dass tatsächlich nahezu alle Varianten mit einer Alu-Druckguss-Grillwanne kommen. Das bedeutet, dieses Material hier ist komplett in der gesamten Wanne geschlossen
Alu-Druckguss. Geschlossen, natürlich gibt es hier einen Fettablauf, aber mit geschlossen meine ich, es sind nicht einfach nur Alu-Druckguss-Seitenwände, sondern eine komplette Wanne. Und ein ganz markanter Vorteil dabei ist, dass die Brenner, die hier eingelassen sind, egal ob das jetzt die Dual-Tube-Brenner sind oder normale Brenner sind bei Breuking, je nach Baureihe, die sind nicht direkt verschraubt, sondern die sind hier vorne mit so einem kleinen Splint festgemacht. Was bedeutet, wenn hier nach etlichen Jahren diese Schraube mal in dem Alu-Druckguss verschweißt ist, also so festgebacken ist, dass man die nicht mehr gelöst bekommt, kann man trotzdem hier noch bei Breuking diese Brenner austauschen. Und das kann man bei ganz vielen anderen Grillherstellern nach einigen Jahren nicht mehr, weil die Brenner mit dem Gehäuse verschraubt sind und diese Schrauben dann kaputt gehen. Oder, was wir auch schon erlebt haben, aus dieser Alu-Druckgusswanne bricht ein gesamtes Teil raus. Jetzt ist die Frage, was kann man denn hier jetzt als Schwäche anführen? Und tatsächlich an dieser Bauweise erstmal gar nichts. Und wir kommen gleich auch noch auf die genaue Bauweise zu sprechen, weil die mitverantwortlich ist für diese extreme Temperaturentwicklung. Aber die Flammschutzbleche, da möchte ich etwas anmerken. Und zwar behaupten viele, dass bei Breuking die Flammschutzbleche qualitativ nicht so gut seien wie bei anderen Herstellern. Weil wir hier bei den Flammschutzblechen das Problem haben, dass die teilweise schneller verschleißen als die Flammschutzbleche anderer Hersteller. Und da sagt der ein oder andere, das sei hier eine günstigere, schlechtere Legierung des Edelstahls oder es sei nicht so guter Edelstahl oder. Das ist tatsächlich nicht ganz korrekt. Das ist V2A und von der Legierung her auch tatsächlich nicht das günstigste, was man nehmen kann. Aber Breukings werden extrem heiß. Und diese Flammschutzbleche sind speziell geformt. Ihr seht schon, wie extrem flächendeckend die sind. Ihr seht jetzt hier auch schon eine andere Variante, kommen wir gleich zu. Aber die gehen tatsächlich über die gesamte Grillfläche hinweg. Und wenn ich Flammschutzbleche über die ganze Fläche hinweg habe und die nicht so steil geformt sind, wie jetzt zum Beispiel bei einem Napoleon-Grill oder bei einem Rösle-Grill, dann habe ich hier die ganzen Salze, die runtertropfen, die Marinade und so weiter, das ganze Fett länger auf den Flammschutzblechen. Die Flammschutzbleche werden durch die Säuren stärker angegriffen und V2A ist besonders dafür sehr empfindlich. Und deswegen kommt es dazu, dass bei einem Breuking so ein Verschleißteil wie ein Flammschutzblech schneller mal kaputt ist als bei einer anderen Marke. Da muss man eben wissen, was einem wichtiger ist. Und wenn so ein Flammschutzblech mal hin ist, was eben passieren kann und was bei jedem Grill irgendwann mal passieren wird, dann kann man sich das natürlich nachkaufen oder man upgradet das Flammschutzblech zu einem aus V4A. Und da gibt es tatsächlich einen Hersteller in Deutschland, der die macht. Und diesen Hersteller haben wir für unsere neue Grillmarke fusionieren lassen. Was bedeutet, wir bieten jetzt V4A Flammschutzbleche für alle Grillserien an, auch natürlich für Breuking. Und gerade bei Breuking macht V4A extremst viel Sinn. Bei anderen Grills ist das dann ein Flammschutzblech für den Rest eures Lebens. Das könntet ihr wahrscheinlich sogar weiter vererben. Und bei Breuking macht es Sinn, weil das Flammschutzblech auch so lange hält wie der Grill. An dieser Stelle auch noch mal ein kleiner Kritikpunkt nach Amerika an die Entwicklungsabteilung von Breuking. Und zwar haben wir hier den Breuking Imperial S690 IR. Ein wahres Schlachtschiff, ein genialer Grill, sieht megamäßig aus, erzeugt eine brutale Hitze, hat hier innen drin innenliegend Edelstahl-Gussroste, das Beste vom Besten, die Dual-Tube-Brenner, wird brutal heiß, hat zwei Grillkammern, hat einen doppelten Drehspieß inklusive. Wir haben Seitenablageflächen, die so groß sind, dass ich das ja gut als Außenküche benutzen kann. Kleiner Funfact, wir haben tatsächlich mal jemanden gehabt, der sich diesen Grill hier als Küche gekauft hat. Und wir haben integriert Schubladen, wir haben eine Tür für die Gasflasche, wir haben hinter der zweiten Tür hier vorne nochmal ein Regalbrett, wo man was ablegen kann. Und was wir hatten, jetzt nicht mehr haben, ist eine Schublade hier in der Seitenfläche. Genial, oder? Mega praktisch. Wofür soll ich diesen Platz denn nicht nutzen? Ich habe hier eine Schublade bzw. hatte. Das ist nämlich noch das Modell von 2022. 2023 gibt es diese Schublade nicht mehr. Alles andere ist quasi identisch geblieben. Diese Schublade ist weggefallen. Und das ist jetzt hier das letzte Modell von 2022, was wir hier stehen haben als Aussteller. Und am 22.04. wird es unter anderem diesen Grill in einem absoluten Schnäppchenangebot geben. Wenn ihr euch also den letzten Breuking Imperial S690 IR mit Schublade im Seitenteil kaufen möchtet, dann habt ihr am 22.04. neben ganz vielen anderen genialen Angeboten die Chance dazu. Kommen wir jetzt zum Thema Service und Garantie.
zwei verdammt wichtige Punkte und Aspekte, wenn ich mich dazu entscheide, einen Grill für einen gewissen Wert zu kaufen. Denn wenn ich 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro ausgebe, dann möchte ich ja nachher, wenn etwas kaputt geht, innerhalb meiner Garantie auch eine schnelle und zufriedenstellende Lösung bekommen. Und da ist nicht jeder Hersteller und auch nicht jeder Händler so kompetent drin bzw. so zuverlässig. Und was erstmal sehr positiv ist, ist, Breuking bietet eine bis zu 15 Jahre lange Garantie. Ist unabhängig je nach Modell und natürlich von dem Bauteil abhängig. Bedeutet, die Grillkammer hat die längste Garantie. Auch die Brenner haben tatsächlich eine sehr lange Garantie mit teilweise 8 und teilweise 10 Jahren. Das ist für Brenner eine sehr lange Lebenszeit, vor allem wenn Hersteller darauf eine Garantie gibt. Und natürlich haben Verschleißteile eine deutlich kürzere Garantie, teilweise dann 2 Jahre für Elektronikbauteile. Das ist aber auch ganz normal. Wo es jetzt jedoch in den Augen mancher problematisch wird bei Breuking, das ist beim Punkto Ersatzteilversorgung und in puncto Service. Und hier muss ich sagen, jein, das stimmt so halb. Warum nicht ganz? Ganz einfach deshalb, weil viele jetzt über Corona Erfahrungen gemacht haben mit Breuking, die vielleicht nicht ganz so schön waren. Hier muss man Breuking allerdings ein bisschen in Schutz nehmen, weil das allen Grillherstellern so ging in der Zeit von Corona. Das bedeutet, egal ob es jetzt Weber war, Napoleon, Breuking, Bull, Rösle, Enders, oder, wer da so im Grillmarkt unterwegs ist. Über Corona gab es überall Lieferengpässe, teilweise waren Grills gar nicht lieferbar, also ganze Grills, teilweise Ersatzteile oder Zubehörteile waren nicht lieferbar. Und da macht Breuking natürlich keine Ausnahme. Auch bei Breuking war das der Fall. Ist das jetzt wieder besser? Ja. Ist das perfekt? Nein, ist bei keinem Grillhersteller perfekt. Bei Breuking gibt es jedoch hier und da mal Ersatzteile, die brauchen ein bisschen länger. Oder da muss man auch noch mal ein zweites Mal nachfragen, nach unserer Erfahrung heraus. Und das schafft der ein oder andere Grillhersteller manchmal hier und da etwas schneller als Breuking. Umso wichtiger finde ich bei Breuking, dass man da eben auch einen Ansprechpartner hat vor Ort, also eben einen entsprechenden Fachhändler, der sich darum kümmert. Und was wir auch schon immer wieder mal gemacht haben, ist hier bei den Grills Ersatzteile, die vielleicht gerade nicht lieferbar waren bei Breuking oder wo es einfach ein bisschen zu lange gedauert hat und wir gesagt haben, hey, lieber Kunde, du möchtest dieses Wochenende grillen und dir fehlt dieses Ersatzteil, das dauert eine Woche, bis es da ist. Dann bauen wir das hier ab und geben es dir mit. Jetzt gerade seht ihr auch den Beweis, haben wir jetzt gerade die Woche gemacht. Und da kriegen wir jetzt das Teil von Breuking wieder. Und der Kunde konnte am Wochenende grillen. Und das kann man natürlich nicht, wenn man diesen Grill irgendwo online gekauft hat oder bei irgendeinem Discounter oder Baumarkt gekauft hat. Dann wird so etwas nicht funktionieren. Und das ist bei der Marke Breuking, finde ich, tatsächlich nochmal ein Ticken wichtiger als bei anderen Marken. Was aber nicht heißen soll, dass der Service hier schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Wir sind mit Breuking hier in einem extrem netten, sympathischen Kontakt und haben die Möglichkeit, hier mit Breuking alle möglichen Probleme für die Kunden bestmöglich zu lösen. Und das ermöglicht nicht jeder Hersteller einem Händler. Breuking ermöglicht uns das. Und eine kleine Real-Life-Story habe ich tatsächlich auch noch für euch, um euch da mal zu zeigen, wie Breuking tatsächlich tickt. Und zwar verkaufen wir hier viele Grills natürlich auch innerhalb unserer Grill-Community. Also an Leute, die uns gegenüber sehr wohlgesonnen sind und auch sehr ehrlich sind. Manchmal hat man es ja so, dass man als Käufer versucht, irgendwie einen Anspruch gegenüber dem Händler oder dem Hersteller einzufordern, der vielleicht nicht so 100% gerechtfertigt ist. Vielleicht bekommt man mal etwas, man baut es auf, merkt, ah, ich habe einen Teil vielleicht doch irgendwie selber ein bisschen beschädigt und sagt dann nachher, das Teil war nicht so ganz in Ordnung und das hätte ich gerne ersetzt. Und wir haben tatsächlich hier, dadurch, dass wir so transparent und ehrlich mit euch sind, kriegen wir das zu einem Großteil, zum größten Teil auch wieder. Die negativen Seiten findet ihr hier auf dem Kanal bei den Kundenstories, aber auch die positiven Seiten. Und der Großteil ist eben positiv und dafür nochmal ein großes Dankeschön. Aber jetzt zur Story. Und zwar haben wir dann einmal eine Anfrage bekommen, dass sich jemand bei uns gemeldet hat und gesagt hat, hey, beim Zusammenbauen ist mir leider das Teil hier kaputt gegangen. Ich hätte gerne das nochmal neu. Ich zahle es auch, war meine eigene Schuld. Wir an Breuking die Anfrage geschickt, gesagt, hier, Kunde XY, dieses Bauteil für diesen Grill, hat auch noch ehrlich zugegeben, dass er es selber kaputt gemacht hat, ist also kein Garantiefall, sondern möchten wir einfach als Ersatzteil haben. Und Breuking fand das so nett, dass der Kunde das ehrlich zugegeben hat, dass die uns einfach gesagt haben, wisst ihr was, für euren Kunden geben wir das gratis mit. Großes Dankeschön, dass er so ehrlich war. Schicken wir gratis an euch raus, kann er sich dann abholen. Und ganz ehrlich, das in einer Zusammenarbeit, in einer Partnerschaft ist unbezahlbar und das rechne ich Breuking ganz hoch an.
kommen wir jetzt zum Grillzubehör von Breuking. Und hier haben wir eine standardmäßige Auswahl, wie bei nahezu jedem anderen Grillhersteller auch. So die ein oder anderen Dinge unterscheiden sich vielleicht von den anderen Herstellern. Ansonsten haben wir hier das Übliche im Sortiment und einige Sachen in einer sehr guten Ausführung im Verhältnis zu anderen. Zum Beispiel ein Highlight ist hier die Breuking Grillzange. Die ist auf der einen Seite schön flach für Burger, für Steaks zum Aufnehmen. Auf der anderen Seite habe ich Grip. Die ist sehr stabil, die ist sehr groß. Also was will man mehr? Das ist tatsächlich eine sehr vernünftige Grillzange. Gibt es tatsächlich mittlerweile auch in bunt. Dann haben wir von Breuking noch eine Griffbeleuchtung, die ein relativ großes Licht hat, also nicht nur eine kleine LED. Und auch die ist nicht verkehrt. Griffbeleuchtungen sind nur nie ein Flutlicht. Ein bis vielleicht sogar zwei Leuchten sollte man am Grill anbringen. Dann auch wirklich sehr sinnvoll sind solche Silikonablagematten. Gibt es tatsächlich magnetisch von Breuking. Dann haben wir noch ganz viel anderes von Planscher, Spachteln und so weiter bis hin zu den Gussplatten und Planschers. Planschers aus Edelstahl haben wir bei Breuking so erstmal nicht. Wir haben aber relativ coole Einsätze für diese einzelnen Grillroste. Das bedeutet, wir haben ja hier immer diese kleinen Grillroste. Hier ist jetzt gerade eins rausgenommen, aber in dieser Größe sind die. Und hier kann ich bei einem Vierbrenner habe ich exakt vier Roste und diese kann ich jeweils ersetzen durch ein Einlageteil oder eben zwei Roste rausnehmen und etwas Größeres einsetzen. Und es gab bisher keine passende Edelstahlplanscher für einen Breuking-Grill, die perfekt hier reinpasst und die gibt es jetzt, verlinke ich euch unten. Ansonsten gibt es von Breuking das Ganze natürlich auch noch in Gusseisen, hat nur immer den Nachteil, dass eine Gusseisenplatte zwar manchmal eine Wendeplatte ist, die dann noch Riffeln auf der anderen Seite hat, aber keine Seitenwände. Das bedeutet, wenn ich da mal was drauf wenden möchte an Gemüse und Kleinkram und Shrimps und Co., dann fällt mir das alles zwischen die Gitter und das ist meist sehr unpraktisch. Und wir sehen jetzt hier in diesem Bild gerade auch ein Zubehörteil, wo ich sage, das ist sowas von unnötig. Das hätte die Welt nicht gebraucht und Deutschland schon gar nicht. In Amerika kann ich es noch irgendwo nachvollziehen, dass es das gibt, aber in Deutschland, oh Gott, habe ich jetzt extra mal hier ins Regal gestellt, weil ich es euch für dieses Video zeigen wollte. Das verschwindet dort auch wieder. Wir haben es aber auch im Online-Shop, also schaut gerne mal rein unter den Zubehörartikeln und schreibt mal hier in die Kommentare, was ihr glaubt, welches Zubehörteil ich meine, wo ich wirklich sagen muss, dieses Zubehörteil gilt in Deutschland verboten. Ganz kurzer Einschub nochmal zwischendurch, für den ein oder anderen Grillkaufinteressierten bestimmt interessant, weil wenn ihr sagt, ihr habt euren Grill gefunden oder ihr tendiert zwischen zwei bis drei Grills, dann könnt ihr bei uns hier im Laden vor Ort nochmal die Beratung bekommen, um final eure Entscheidung zu treffen und dann bekommt ihr von uns auch das bestmögliche Angebot. Solltet ihr hier nicht aus der Nähe sein, dann könnt ihr uns per Mail schreiben, hier eingeblendet oder einmal anrufen bei uns, dann beraten wir euch auch kurz am Telefon und können euch auch dort ein individuelles Angebot machen und damit bekommt ihr dann euren Wunschgrill immer zum bestmöglichen Paket, je nachdem, was ihr noch dabei haben wollt, für euch zusammengepackt. Jetzt kommen wir zu der Frage, ob Breuking Gasgrills tatsächlich so heiß werden, wie alle sagen und wenn ja, warum das so ist. Und die ganz klare Antwort ist, ja, Breukings sind in einer Preisklasse bis 3.000, 4.000 Euro die leistungsstärksten und heißesten Gasgrills auf dem Markt. Muss man einfach mal so ehrlich zugeben können. Und woran das liegt? Das ist zum einen der Brenner, den ihr hier liegen seht. Und zwar ist das ein Dual-Tube-Brenner. Das bedeutet, der ist richtig massiv und breiter als normale Stabbrenner. Auch der Edelstahl ist dicker als bei normalen Brennern. Und in der Mitte haben wir hier ein Tube, wo das Gas eingedüst und abgebremst wird und dann gleichmäßiger im Brenner verteilt wird, wodurch wir eine gleichmäßige Hitzeverteilung und insgesamt auch eine höhere Hitzeverteilung haben. Und das Ganze wird allerdings dann nochmal unterstützt. Denn der Brenner alleine würde das nicht schaffen. Und zwar ist einmal diese Alu-Druckgusskammer ein Faktor dafür, warum diese Grills so heiß werden. Dann haben wir in dieser Alu-Druckgusskammer unten drin nochmal Edelstahl-Deflektorbleche, die dafür sorgen, dass die Hitze noch intensiver nach oben abgestrahlt werden. Dann haben wir unsere Flammschutzbleche, die schön flächendeckend sind und über die gesamte Fläche hinweg sich aufheizen und trotzdem Luftdurchlässe haben. Hier haben wir das auf beiden Seiten quasi mittig von den Flammschutzblechen nochmal und dann immer noch mal so ein Schlitz zwischen den Flammschutzblechen. Hier bei den Flammschutzblechen vom Dritthersteller haben wir das sogar doppelt pro Seite. Das heißt, wir haben hier Kiemen und das dann eben auf beiden Seiten plus den Schlitz einmal in der Mitte. Das heißt, wir haben auch hier flächendeckend Edelstahl, der sich aufheizt, der eine Infrarotstrahlung abgibt, plus dann einmal hier die Möglichkeit, dass eben die Konvektionshitze, also die brutal heiße Luft, nach oben aufsteigt.
Das war jedoch immer noch nicht alles, denn über den Flammschutzblechen sitzen jetzt die Roste und die Roste sind pyramidenmäßig geformt. Das bedeutet, die kriegen unten extrem viel Hitze ab und haben oben eine ganz kleine Auflagefläche, wodurch wir dieses typische Grillmuster bekommen. Und das mit relativ dünnen Grillstreifen, hat Vor- und Nachteile, sage ich gleich noch was zu. Aber es hat den Vorteil, dass dieser Rost sich nahezu nicht abkühlen kann. Während ich normalerweise bei Grills empfehle, das Steak immer beim Wenden an eine andere Stelle zu legen, damit der Rost eben, der abgekühlt ist, sich wieder aufheizen kann, brauche ich das bei Broiking eigentlich gar nicht zu tun, weil ich habe von unten extrem viel Hitze in diesem Rost gespeichert und diese kleine Auflagefläche hier oben reicht gar nicht aus, damit ein Steak dieses Rost komplett abkühlen kann. Was bedeutet, ich kann hier die Grillfläche deutlich effizienter bei Broiking nutzen und erreiche langanhaltendere Hitze an meinem Grillrost. Ich habe es nur eben schon angesprochen, das hat auch einen Nachteil und zwar habe ich natürlich dann ein dünneres Branding, was weniger Röstaromen bedeutet. Dafür kann ich aber bei Broiking den Rost einfach umdrehen und dann habe ich eine breitere Auflagefläche und ganz ehrlich, wenn ich dann mit einem Broiking grille, wie mit jedem anderen Grill auch, habe ich trotzdem extrem viele Vorteile durch diese brutale Hitze. Ein Vorteil noch von Broiking im Vergleich zu anderen Grillherstellern aus Amerika ist, selbst bei den schwarzen Varianten, also hier jetzt zum Beispiel beim Crown in der schwarzen Variante, haben wir einen doppelwandigen Deckel. Andere Grillhersteller aus Amerika verzichten da gerne mal drauf, weil sie sagen, dass es nicht nötig sei. Bei Broiking haben wir sowohl bei den Edelstahlmodellen als auch bei den schwarzen Modellen einen doppelwandigen Deckel und das gilt es in diesem Fall tatsächlich zu loben. Kommen wir jetzt zum Fazit. Sind diese Grills empfehlenswert? Die kurze Antwort darauf, ja. Für ziemlich viele Leute sogar, denn ich bekomme für gutes Geld sehr viel Leistung. Und Grillspaß ist zum größten Teil abhängig von der Leistung eines Grills. Alle Holzkohler, die sagen, ach, ein Gasgrill, der macht gar nicht die Aromen wie ein Kohlegrill, die sollten mal mit einem Broiking grillen, denn der macht diese Aromen wie ein Kohlegrill. Und wie sieht es mit der Qualität aus? Ganz ehrlich, wie mit jedem anderen Hersteller auch. Der freie Markt regelt es letztendlich, dass Broiking auch nur deswegen so groß ist, weil die entsprechend mit den anderen Marken mithalten können. Das heißt, ich mache hier keine Abstriche in puncto Qualität, aber ich mache Pluspunkte in puncto Hitze. Trotzdem haben diese Grills natürlich spezielle Schwachstellen und andere Grills und andere Grillhersteller haben andere Schwachstellen und man muss individuell für sich herausfinden, mit welchen Schwachstellen oder mit welchen Kompromissen kann ich persönlich besser leben und was ist mir bei einem Grill wichtiger und welcher Grill sieht für mich einfach schöner und attraktiver aus? Welchen Grill will ich bei mir nachher auf der Veranda, auf der Terrasse, auf dem Balkon stehen haben? Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn euch mal interessiert, welche Vorteile Broiking gegenüber Napoleon, Weber und so weiter hat und welche Nachteile Broiking gegenüber dieser genannten Marken hat, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Dann machen wir auch dazu mal ein Video. Und ausführliche Härtetests zu einzelnen Modellen von Broiking findet ihr natürlich bei uns beim Meet & Grate. Falls euch dieses Video hier auf dem Kanal auch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben dalassen, ein Abo für den Kanal dalassen und wenn ihr eine Beratung wollt, kommt hier vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung und dann bekommt ihr euren Lieblingsgrill mit bestem Service, dem wirklich notwendigen Zubehör für euch, ohne irgendwelche Upselling-Produkte und das auch noch zum bestmöglichen Angebot. Und durch euren Support können wir hier die Videos so unabhängig gestalten und euch die bestmöglichen Angebote machen und das trotzdem hier finanzieren. Deswegen großes Dankeschön schon mal vorab. Wenn ihr irgendwas braucht, schaut in die Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.